Moin Leute, Tuwader hier und heute wieder mit einem neuen Unboxing-Video. Ja, beim letzten Unboxing war es ein bisschen ärgerlich, dass ich kein Stativ hatte. Ja, drum habe ich mir dann direkt ein neues Stativ bestellt. Und zwar ist es das Sony VCT R100. Auf der Verpackung steht zwar für Handycams und Cybershots geeignet, aber da passen auch alle Sony Next Modelle drauf. Und zur Info gibt es nochmal hier die Spezifikation von der Sony Seite. Mit dabei ist eine kleine Tasche aus Nylon. Sie ist nicht wirklich spektakulär, aber sie tut ihren Zweck. Jedoch muss man schauen, wie lange diese Tasche halten wird. Das Stativ ist zusammengeklappt, ungefähr nur 30 cm lang. Und ich finde, das ist ideal zum Mitnehmen. Sie passt in jede Tasche und ideal für Reisen. Und deshalb habe ich mir auch das Stativ besorgt. Ja, so sieht das Stativ also aus. Das liegt sehr gut in der Hand. Es macht einen stabilen Eindruck. Ja, alles ist ziemlich gut verarbeitet. Steht auch relativ stabil. Und die Beine des Stativs lassen sich sehr flott und auch sehr einfach herausfahren. Was ich auch ganz praktisch finde, ist, dass man die Beine insgesamt dreimal herausfahren kann und dass man dann insgesamt vier Höhenstufen hat, die man für unterschiedliche Zwecke sehr schnell einstellen kann. Okay, ja, jetzt sieht man leider das Stativ nicht mehr auf dem Bild, aber leider habe ich kein zweites Stativ, wo ich jetzt meine Kamera irgendwo hinstellen könnte, um das Stativ auf dem Bild zu bekommen. Ja, auch das Hereinfahren der Beine funktioniert schnell und einfach wie beim Herausfahren. Als nächstes kommen wir zu der Mechanik. Das hier ist die Schraube für den Lift, aber dazu kommen wir später. Als nächstes haben wir hier diesen Schwenkgriff. Damit kann man, wie der Name schon sagt, die Kamera nach oben und nach unten schwenken. Mit dem Schwenksperrhebel lässt sich die Kamera dann auch um die eigene Achse drehen. Obwohl viel Plastik dabei ist, ist die Mechanik sehr stabil und wenn man alles festzieht, wackelt auch wirklich nichts. Hier haben wir die Stativkopfverriegelung. Damit kann man den Stativkopf um 90 Grad drehen. Leider nur in eine Richtung und auch nicht ein bisschen mehr als 90 Grad. Unter dem Stativkopf befindet sich eine Schraube, so dass man die Kamera an dem Stativkopf befestigen kann. Zu guter Letzt möchte ich euch noch den Lift zeigen, den ich vorhin erwähnt hatte. Damit lässt sich der Stativkopf noch ein bisschen erhöhen. Und das Tolle an diesem Lift ist, dass er stufenlos ist und damit sehr variabel ist. Zuletzt möchte ich euch zeigen, dass auch Sony Next Modelle auf das Stativ passen und dass das Stativ auch etwas schwerere Kameras tragen kann. Zudem war auch noch ein kleines Handbuch dabei gewesen. Insgesamt denke ich, ist das Stativ mit ca. 30 Euro nicht das günstigste. Jedoch stimmt die Qualität, alle Teile sind sauber verarbeitet, zudem ist das Design sehr ansprechend. Und aufgrund des leichten Gewichts und der kompakten Bauweise eignet sich das Stativ besonders gut für Reisen oder wenn man unterwegs ist.
Ja, das war's dann auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Unboxing hat euch gefallen und kann euch bei eurer Kaufentscheidung helfen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.